The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Ja, liebe Freunde, falls ihr noch keine Möglichkeit habt, eure XDC von der Börse zu ziehen und vernünftig abzuspeichern, ich nutze dafür das Descent Wallet und ihr erhaltet nach wie vor 30% Nachlass darauf. Link zum Produkt und auch ein Link zu dem Produkt Review findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt let's go. Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten und heute natürlich insbesondere das Thema Ripple bzw. die Hinman-Dokumente, die veröffentlicht wurden. Wir werden darüber sprechen, was dort der Inhalt war. Diejenigen von euch, die gestern bei den Livestreams dabei waren, werden es natürlich schon wissen. Für alle anderen werde ich das Ganze noch mal kurz und knapp zusammenfassen. Und wir werden auch mal über die Vermutung sprechen, inwieweit William Hinman nicht ganz uneigennützig seine Rede gehalten hat, sondern vielleicht seinem nächsten Arbeitgeber nach der SEC in die Karten spielen wollte. Außerdem sprechen wir darüber, inwieweit vielleicht Ethereum das ganze Thema auf die Füße fallen könnte und auch die nicht ganz geschützt sind von der Thematik Wertpapier ja oder nein. Außerdem auch ein kurzer Wink dazu, was es eigentlich mit dieser Ethereum Virtual Machine auf sich hat. Diese Frage kommt häufiger mal auf. Was ist dieses Thema EVM? Auch darauf gibt es gleich eine Antwort. Das und vieles mehr erwartet euch nach dem Intro. Ja, Freunde, seit dem letzten Drop von Bitcoin hat sich nicht wirklich viel getan. Bitcoin ist immer noch bei roundabout $26,000 und auch XRP konnte nicht so krass überperformen, wie viele erwartet haben. Das lässt bereits darauf schließen, dass die Hinman-E-Mails nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hat. Dazu gleich mehr. Ansonsten kurzer Blick auf die Gewinner und Verlierer. Der größte Gewinner der Woche, Maker, mit 3,69%. Ich glaube, das sagt schon alles. Der Kryptofirmen Greed Index ist jetzt nach einem Wert von roundabout etwas über 50 jetzt mittlerweile drunter auf 46. Ja, der Markt ist nach wie vor so ein bisschen unentschlossen. Der letzte Drop hat doch schon so einige ein bisschen geschüttelt. Und obwohl es eigentlich rein weltwirtschaftstechnisch gestern einige positive Neuigkeiten gab, zum Beispiel die US-Inflationszahlen kamen gestern und die waren etwas besser als eigentlich erwartet. Also die Inflation wurde mittlerweile einigermaßen eingedämmt. Trotzdem hat das keine positiven Auswirkungen gehabt auf den Kryptomarkt. Tja, alles in allem werden wir wahrscheinlich noch ein paar Tage Geduld mitbringen müssen. Dennoch gab es bereits einige spruchreife Dinge und so sprechen wir jetzt natürlich zunächst einmal über dieses ganze Thema um diese Hinman-Dokumente. Brad Garlinghouse hatte nochmal so richtig schön eingeheizt vorgestern und ist meiner Meinung nach auch dementsprechend so ein kleiner Verlierer der letzten Stunden, weil er hat uns allen gesagt, hey Freunde, die Warterei ist es wert gewesen, morgen wird euch was Krasses ereilen. Und ja, wir haben alle darauf gelauert, dass denn endlich jetzt diese Hinman-Dokumente kommen. Ich habe gestern mit euch wirklich lange am PC gesessen und mit euch gemeinsam alles verfolgt, alle News aufgesogen, die es so gab. Und wir haben eben geschaut, was kommt denn nun endlich heraus bei diesen extrem umworbenen Hinman-Dokumenten? Wird die SEC jetzt quasi den Gerichtsprozess an dem gestrigen Tage verlieren? Wird jetzt irgendwas zum Vorschein kommen, was niemand geahnt oder erahnt hätte? Und all dies muss man leider mit Nein beantworten. Es gab diese Nachricht von Brad Garlinghouse. Ich wünschte, ich könnte euch, oder auf die Frage hin, gibt es schon irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Gedanken zu dem Thema Hinman-Dokumente? Ich wünschte, ich könnte in die Tiefe gehen, aber ich kann euch nur so viel sagen, es wird sich gelohnt haben, die letzten 18 Monate gewartet zu haben. Ja, so ungefähr war der Wortlaut von Brad, dementsprechend natürlich viele Leute in Wartelauestellung. Was kommt jetzt raus? Wird jetzt irgendwas Überraschendes zum Vorschein kommen? Und ja, dem war nicht so. Die Hinman-Dokumente kamen, es war auch sehr interessant, die mal zu sehen, die E-Mails, aber alles in allem nichts wirklich Überraschendes. Der Hauptanwalt von Ripple, oder der Anwaltschef nennen wir ihn einfach mal, Stuart Alderotti, hat ein schönes Video oder einen schönen Videozusammenschnitt präsentiert, in dem wirklich alles aufgezeigt wird, was in den E-Mails kommuniziert wurde. Wir werden das Ganze gleich peu à peu besprechen. Insgesamt aber wenig Neuigkeiten. Zwar einige Detailinformationen, aber nichts Weltbewegendes. Zunächst aber einmal kurz dieser Artikel. Ripple XRP SEC-Dokumente im Verfahren veröffentlicht. Die Hinman-E-Mails wurden heute bzw. gestern veröffentlicht. Sie lassen deutlich erkennen, dass die SEC Ethereum damals nicht als Wertpapier einstufte. Ob Ripple davon profitieren kann, steht auf einem anderen Blatt. Die Aussagen von Ex-Direktor Bill Hinman spielen in der öffentlichen Wahrnehmung eine große Rolle, denn Hinman hatte 2018 zu Ethereum und Bitcoin öffentlich Äußerungen getätigt und beide
nicht als Wertpapier klassifiziert. Seit Ende 2020 steht Ripple Labs und seine Gründer vor Gericht, bla bla bla. Demnach sind auch die E-Mails von großem Interesse, die Hinman seinerzeit mit dem Kollegium intern austauschte. Jetzt sind sie veröffentlicht und sprechen eine deutliche Sprache. Ethereum nicht als Wertpapier, so zumindest der Inhalt der gestrigen E-Mails, die veröffentlicht wurden. William Hinman war also der Meinung, dass Ethereum kein Wertpapier ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Inhalt dieser E-Mails war und inwieweit diese ganze Ethereum-Geschichte wirklich auch die Meinung der gesamten SEC spiegelt. Also, Zusammenfassung Hinman-E-Mails. Stuart Alderott hat einen Videozusammenschnitt gezeigt, den habe ich euch eben kurz eingeblendet, den werde ich euch auch gerne verlinken. Oder noch einfacher, ihr folgt mir einfach bei Twitter mit dem Handle @ffdk_17 und könnt euch das Ganze dann einfach zu Gemüte führen. Auch diesen Text habe ich dort bei Twitter für euch gepostet. Unter anderem hielt 2018 diese Rede, er war damals Leiter der Unternehmensfinanzierung bei der SEC. Diese Krypto-Rede habt ihr ja schon öfter mal wahrscheinlich gehört. 2018 hat er diese berühmte Hinman-Rede gehalten bei einer Yahoo-Konferenz und die Quintessenz des Ganzen war, dass er Ethereum nicht als Wertpapier eingestuft hat. Laut den veröffentlichten Dokumenten, die herauskamen, hat er in seiner damaligen Rede die Analysen frei erfunden und seine Argumente nicht auf den sagenumwobenen Howey-Test, den die SEC ja immer wieder anführt und auch jetzt gerade gegen Ripple verwendet, basieren lassen. Trotz der Hinweise aus den eigenen Reihen, dass Hinman sich bitte an den Howey-Test orientieren sollte, statt seine eigenen Analysen zu verwenden, hat er das Ganze einfach ignoriert. Und jetzt kommt das Dubiose. Der Vorsitzende der SEC, Jay Clayton, der hat übrigens auch am letzten Tag seines Amtes dann auch die ganze Klage gegen Ripple erhoben, er hat anstatt seinem ganzen Kollegium beizupflichten und zu sagen, hey Hinman, pass mal lieber auf, was du davon dir gibst, gesagt, hey Freunde, falls irgendeiner eine Frage hat zu dem ganzen Thema, dann schaut euch doch mal bitte die Hinman-Rede an und das, was William erzählt hat, das ist auch die Meinung, die wir vertreten, so ungefähr. Ne? Die Hinman-Rede ist übrigens im Vergleich zu der Biografie, die ja entfernt wurde, dazu hatte ich ein Video gemacht, darüber hatten wir gesprochen, ist diese Hinman-Rede nach wie vor verfügbar auf der Seite der SEC. Und demnach ist eigentlich offensichtlich, dass nicht nur Hinman, sondern die gesamte SEC, ich meine, der Vorsitzende der SEC sagt, hört euch die Rede an, geht man davon aus, dass die gesamte SEC diese Meinung teilt. Allerdings war dem nicht so, denn der SEC-Leiter des Bereichs Handel und Marktsegmente höchstpersönlich sah eine Gefahr darin, dass durch diese Rede von Hinman mehr Verwirrung als Klarheit gestiftet wird, da er eben seine komischen eigenen Analysen zugrunde gelegt hat. Hinman war das wie gesagt egal, somit steht die Vermutung im Raum, dass es Absprachen gab und Eigeninteressen im Vordergrund standen. Für Hinman. So gab es eine E-Mail, in der er der Meinung war, dass man Ethereum ganz generell nicht verfolgen solle und er ehrlich gesagt keine Notwendigkeit daran sieht, dass man jetzt gegen Ether schießt, da sie ohnehin dezentral seien. Und er hat sogar einen Termin mit Buterin und der wird ihm das Ganze auch nochmal untermauern und nochmal bestätigen, dass Ethereum wirklich dezentral ist. Hallo Schatz. Wie bitte? Draußen. Draußen? Soll ich rauskommen? Ich muss das Video noch zu Ende aufnehmen und dann komme ich raus, ja? Buterin wird natürlich extrem neutral sein bei dem Thema als Founder der Ethereum Foundation, oder was meint ihr? Naja, seine eigenen Leute baten ihn nochmal darum, dass er bitte in der Rede auf gar keinen Fall Ethereum explizit erwähnen sollte, da die SEC sonst im Nachgang Schwierigkeiten haben könnte, sich wieder den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, denn wenn sie jetzt einmal Ethereum aus irgendeinem Grund als Nicht-Wertpapier einstufen, hat die SEC es im Nachhinein schwierig, dieses Argument oder diese Meinung zu drehen. Und das sehen wir heute auch. Trotz der ganzen Vorwürfe gegen zahlreiche Projekte ist Ethereum bislang verschont geblieben. Hinman hat, wie wir wissen, trotzdem Ethereum und Ether mehrfach genannt und eben dieses Beispiel angeführt, dass Ethereum seiner Meinung nach kein Wertpapier sei. Und das ist bis hier natürlich noch nichts Neues. Neues zum einen, dass Alderotti jetzt vehement darauf besteht, dass diese Rede aus dem Internet verschwindet, weil sie eben fehlleiten würde. Und das Neue ist eigentlich dieses Detail, dass die eigenen Leute wirklich nachweislich ihn davon abbringen wollten, ja eine sehr frei erfundene Analyse zu wählen, anstatt sich auf die eigentlichen Fakten wie den Howey-Test zu beziehen. Das ist auf jeden Fall natürlich meiner Meinung nach verstärkend für die Verteidigung von Ripple. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nichts Weltbewegendes und jetzt nichts, was die Community dazu gebracht hätte, jetzt komplett durchzudrehen. Ja? Fazit. Es wirkt alles ziemlich korrupt, Hinman scheint in eigenen Interessen gehandelt zu haben und Ethereum wurde nicht objektiv bewertet. Hierzu soll jetzt übrigens seitens Ripples eine Ermittlung stattfinden und man will jetzt weiter gegen Hinman vorgehen und herausfinden, was seine Beweggründe waren. Einer der Beweggründe oder wahrscheinlich der Beweggrund ist meiner Meinung nach, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung,
Hinman ist nach seinem Ausscheiden bei der SEC zur Anwaltskanzlei Simpson, Thatcher oder Tacher und Bartlett gewechselt, verdient dort jetzt eine ordentliche Rente, arbeitet wohl auch da aktiv oder hat zumindest dort aktiv gearbeitet nach seinem Ausscheiden, aber was heute noch tut, weiß ich gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall das Witzige oder Erschreckende bei der ganzen Sache ist, dass diese Anwaltskanzlei, ausgerechnet diese Anwaltskanzlei, ein Teil der sogenannten Enterprise Ethereum Alliance ist. Also ein großer Investor des Ganzen, ein Unterstützer vom Ethereum-Netzwerk und dementsprechend natürlich auch wahrscheinlich einen ordentlichen Hodlberg mit Ether. Und ich glaube, er wollte seinem neuen Arbeitgeber vielleicht nicht unbedingt Steine in den Weg legen, sondern vielleicht alle Barrikaden aus dem Weg räumen. Und das könnte ja unter Umständen der Grund dafür gewesen sein. Das also mal zusammenfassend die ganze Thematik. Und wir sind eigentlich genauso schlau wie vorher. Ist das jetzt gut oder schlecht für Ripple? Schwierig zu sagen. Gut ist auf jeden Fall, dass jetzt wirklich der Allerletzte da draußen mitbekommt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Jetzt ist halt die Frage, was daraus gemacht wird. Die SEC hat bislang nur die ganze Biografie von Hinman von ihrer Homepage verschwinden lassen. Ansonsten ist eigentlich jetzt nicht wirklich viel passiert. Es gab auch noch keine Stellungnahme der SEC, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mal gucken, was da noch so draus wird. Und natürlich wird abzuwarten sein, wie die Richterin entscheidet. Jetzt natürlich die Frage der Fragen, was hat das für Folgen für Ethereum? Werden die jetzt vielleicht als Wertpapier eingestuft, weil herauskommt, dass das Ganze nicht ganz recht war? Erstmal natürlich nicht. Bislang wurde Ethereum immer verschont von allem. Ich werde euch übrigens alle Artikel verlinken, die ich heute mit euch durchgehe. Aber hier, wie sieht die SEC Ethereum? Bisher hat die SEC sich beim Thema Ethereum zurückgehalten. Allerdings sagte der Chef der SEC, Gary Gensler, in der Vergangenheit, dass er nur noch den Bitcoin als Rohstoff sehe und alle anderen Kryptowährungen, auch Ethereum, als Wertpapier einordne. Doch die amerikanische Rohstoffbehörde CFTC hat bisher nichts dazu gesagt und somit wahrscheinlich Ethereum ebenfalls als Rohstoff gesehen. Wird die SEC nun gegen Ether schießen und Ether verklagen? Ethereum blieb von den neuen Vorstößen der SEC gegenüber anderen Altcoins erst einmal nicht betroffen, doch immer mehr Beobachter gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten die SEC in Richtung Ethereum aktiv wird oder vielleicht sogar aktiv werden muss. Wer weiß, was jetzt noch da so passiert in dem Ripple-Case. Gerade bei einem Sieg der SEC gegen Ripple scheint der Weg der SEC frei zu sein, auch Ethereum als Wertpapier einzustufen und dabei eventuell eine Klage gegen die Ethereum Foundation einzureichen. Dies könnte dem Ether-Kurs in Zukunft schaden. Also bislang absolut kein Hinweis darauf, dass gegen Ethereum vorgegangen wird, auch wenn im Internet jetzt viel gemunkelt wird. Anders könnte es auf jeden Fall werden, wenn das passiert, was ich euch jetzt präsentiere. Eilmeldung, US-Gesetzgeber reichen SEC Stabilization Act ein, um Gary Gensler zu entlassen. Ihr erinnert euch, vor einigen Wochen oder gar Monaten mittlerweile gab es diese Anhörung im Kongress, wo Gary rumgezittert hat und rumgestammelt und gestottert hat. Und da haben ja mehrere der Senatoren bzw. Abgeordneten ja viele Fragen gestellt und Gary auf so einen heißen Kessel gesetzt. Und jetzt machen sie richtig ernst und wollen jetzt haben einen Gesetzentwurf verabschiedet, der jetzt zur Abstimmung kommt und bei dem es darum geht, ob die SEC überhaupt einen einzigen Vorsitzenden haben muss oder ob sie nicht vielleicht eher so eine Art Abstimmungsverfahren einbauen wollen für die Zukunft, sodass es einfach ein bisschen diplomatischer geht. Sollte das passieren, kann ich mir gut vorstellen, dass auch nochmal abgestimmt wird bezüglich Ethereum und dann eventuell doch Ermittlungen starten. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass die rechte Hand von Jay Clayton, also Gary Gensler, ernsthaft gegen Ethereum vorgehen wird, selbst wenn er davon überzeugt wäre. Ich glaube nicht, dass das machen würde. Also keine Panik auf der Ethereum-Titanic. Ja, ob es fair ist oder nicht, das lasse ich euch jetzt mal entscheiden. Trotzdem für all diejenigen, und ich habe natürlich auch eine kleine Position Ether, die Ether halten, ist es natürlich erstmal beruhigend. Dennoch glaube ich, dass das vielleicht noch nicht das Ende der ganzen Geschichte ist. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu hier unten in die Kommentare. Und jetzt kommen wir nochmal zu guter Letzt zu etwas Technischem, denn ich wurde jetzt mehrfach von euch gefragt, was hat das eigentlich mit diesem Begriff EVM auf sich? Ethereum Virtual Machine, das Herzstück der Ethereum-Plattform. Die Ethereum-Plattform besteht aus mehreren miteinander verbundenen Komponenten, darunter Ether, Smart Contracts, dezentralen Anwendungen namens dApps und die Ethereum Virtual Machine. So funktioniert der dezentrale Computer. Wie funktioniert diese EVM? Die EVM ist die Verkörperung von Dezentralität. Sie besteht aus zahlreichen Computern und bildet damit ein Netz, das sich um den gesamten Globus spannt. Jeder dieser Computer nutzt eine Software, um die Verarbeitung von Smart Contracts zu ermöglichen. Damit unterscheidet sich die Ethereum Virtual Machine auch deutlich von herkömmlichen Computern. Sie nutzt spezielle Software und ein dezentrales Netzwerk, um Smart Contracts zu verarbeiten. Was jetzt für euch wichtig ist, ist der sogenannte Clou, die sogenannte Interoperabilität. Denn der große Vorteil, den diese EVM mit sich bringt,
Alle Blockchains, die auf sie zurückgreifen, können miteinander interagieren. So können zum Beispiel Smart Contracts, die auf Ethereum ausgeführt werden, auch auf Polygon ausgeführt werden. Ihr kennt das vielleicht von MetaMask, da kann man ja verschiedene Netzwerke anlegen. Und normalerweise ist, obwohl ihr ein ganz anderes Netzwerk betretet, meinetwegen das IOTA-Netzwerk oder das Polygon-Netzwerk, ihr habt immer die gleiche Adresse, die auch bei Ether steht. Ihr habt mit der Ethereum Virtual Machine die Möglichkeit, mit der Ethereum-Blockchain blockchain-übergreifend arbeiten, und das ist eigentlich das Besondere. Das zum Beispiel ist ein Punkt, den wir im Samstagsvideo mit dem Krypto-Anarchist, der ist bei mir zu Gast im Krypto-Talk mit Alex, unter anderem besprechen werden. Inwieweit das vielleicht noch dem XRP-Ledger fehlt, dürft ihr auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein. Das war mal wirklich ein sehr, sehr spannender Talk. Ihr dürft euch auf jeden Fall darauf freuen. Am Samstag werde ich das Ganze veröffentlichen. Ansonsten gibt es am Freitag mal wieder ein ICO-Review. Ich werde euch ein Projekt vorstellen, dürft ihr euch auch schon drauf freuen. Und am Sonntag wie gewohnt den Wochenreport. Falls ihr also nichts verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal, lasst mal ein Like da und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wart ihr enttäuscht von der Veröffentlichung der Hinman-E-Mails oder habt ihr euch schon sowas in der Art gedacht? Und was glaubt ihr, wie wird es mit Ethereum weitergehen? Wird Ihnen dieser ganze Fall noch auf die Füße fallen oder haben Sie einfach nach wie vor Ihren Freifahrtschein? Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag für den Rest. Bleibt mir gesund, ihr Lieben, und bis bald. Ciao!